In Plauen ist es so bekannt wie kaum ein anderes Bauwerk der Stadt. Das Weißbachsche Haus. Der beeindruckende Gebäudekomplex ist Zeugnis von Stadt- und Textilgeschichte. Das Weißbachsche Haus ist in seiner Art beispielhaft und einzigartig zugleich. Wir möchten auf die Suche gehen nach der Faszination, die von diesem Gebäude ausstrahlt. Wenn man sich so intensiv mit so einem Haus beschäftigt, dann entwickelt sich fast so eine Art Liebesbeziehung. Man hat emotional starke Bindungen an das Haus, an das, was mit dem geschieht, und kann dann irgendwo schier nicht mehr loslassen. Wenn ich draußen stehe mit den Leuten, schauen sie hoch und machen selber Baugeschichte. Versuchen zu erklären, dann muss es ja wohl so gewesen sein. Also ich habe da richtig so erlebt, wenn Besucher zu Detektiven werden. Es ist die große Leidenschaft Klaus Weißbachs, Besuchern die architektonischen Besonderheiten des Hauses und die Geschichten, die er selbst mit dem Haus verbindet, näher zu bringen. Der Bau des erst später sogenannten Weißbachschen Hauses wurde bereits im Jahre 1776 eingeleitet. Der Gebäudekomplex entstand in einer Zeit, in der textiles Handwerk der Wachstumsmotor für Plauen und das gesamte Vogtland war. Historikerin Katrin Färber widmet sich im Rahmen ihrer Forschungsarbeit besonders auch der Geschichte des Weißbachschen Hauses. In Plauen gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert die Baumwollweberei. Man hat sehr feine, dünne Baumwollstoffe hergestellt, die sogenannten Museline. Und im 18. Jahrhundert gab es eine neue Mode. Man hat bedruckte Baumwollstoffe aus Indien importiert. Die Plauner, die wollten dann natürlich dann den Anschluss daran bekommen. Cartoon-bedruckte Baumwollstoffe waren zur damaligen Zeit überaus gefragt. Auch in Plauen folgte man diesem Trend. Die Geschäfte des Cartoon-Druckers Johann August Neumeister liefen offenbar so gut, dass er zum Zwecke der Erweiterung seiner Produktion ein Manufakturgebäude errichten ließ. Es war die Startphase des Übergangs vom traditionellen klassischen Handwerk zur Industrialisierung. Die Startphase war relativ kurz. Man wollte aus dem Handwerk zur Industrie. Man hatte keine Vorbilder vom Inhalt her. Hat man sich am Handwerkerhaus orientiert. Das heißt, alles unter einem Dach. Das in L-Form angelegte Manufakturgebäude für Cartoon-Druck wurde im Jahr 1778 fertiggestellt. Weitere Gebäude wurden im Rahmen einer Geschäftserweiterung zur Spinnerei erst über 30 Jahre später errichtet. Mit der grundlegenden Neugestaltung des Innenhofs der Bleichstraße 1 und dem Ausbau zum Museum wurde 2023 die letzte nachhaltige Veränderung am Gebäudekomplex vorgenommen. Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts befand sich die Wohn- und Produktionsstätte in der Bleichstraße im Besitz der Familie Gössel. Kamerad Wilhelm Gössel erwarb nach und nach umliegende Grundstücke und erweiterte sukzessive das Ensemble. So entstand Stück für Stück der Gebäudekomplex, wie wir ihn auch heute noch in Augenschein nehmen können. Durch die Einheirat Wilhelm Weißbachs in die Familie Gössel wurde die Gösselsche Fabrik im Verlauf des 19. Jahrhunderts schließlich zum Weißbachschen Haus. Vieles, was die Architektur des Hauses prägte, lässt sich heute nicht mehr so leicht ablesen, wurde im Laufe der Jahre überbaut. Aber genau das ist es, was die Faszination ausmacht. Wenn man sich auf Exkursion begibt durch die verwinkelten Ecken und Gänge des Weißbachschen Hauses. Die Faszination ist, in einem so komplexen Gebilde eine Struktur zu erkennen und dann herauszufinden, wie sie entstanden ist und warum sie entstanden ist, welche Funktion sie hat. Untrennbar mit dem Haus verbunden ist auch sein Garten. In den zurückliegenden Jahrzehnten mit viel Liebe und Hingabe bewirtschaftet von Garten- und Landschaftsarchitekt Bernhard Weißbach. Alter Garten bedeutet für mich, dass ich meine Kindheit hier verbracht habe und sozusagen Gärtner wurde dadurch, dass meine Mutter
den Garten bewirtschaftete, fachgerecht bewirtschaftete. Sie hat studiert in Dresden-Pillnitz und hat ihre Fachkenntnisse hier einbringen können. Und daran habe ich profitiert. Und somit wurde ich Gärtner. Auch wenn man in Plauen den Weißbachschen Garten kennt, so geht von ihm auch etwas Geheimnisvolles aus. Man hat den Park gar nicht wahrgenommen, weil der Besucher um den Park herumgeleitet worden ist und dadurch, dass der Zaun ins Gebüsch dicht war, nie den Einblick hatte in den Park. Bernhard Weißbach hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Garten für Besucher zu öffnen und somit das städtische Leben nicht nur durch die Farbenpracht der Natur zu bereichern. Die Erfahrung habe ich gemacht insofern, dass die Besucher meistens gesagt haben, hinterher, wissen Sie, was mir an Ihrem Garten so gut gefällt, dass er nicht so ordentlich ist. Und so gelingt es leicht, sich inspirieren zu lassen und einige Ideen auch im eigenen Garten umzusetzen. Mein Anliegen ist es mehr, die Gestaltung durch Gehölze zu erfahren. Die Gehölze sind längerlebig, werden größer und sind gestaltungsrelevanter. Mit der Nutzung des Weißbachschen Hauses als Museum wird sich auch der Garten verändern, als Teil der grünen Lunge der Stadt. Wichtig ist die Sanktionierung dieser Grünfläche. Das heißt, dass es immer Grünfläche bleibt. Im Jahr 1938 entsteht ein Film, der geschäftiges Treiben in der Bleichstraße dokumentiert. Die Firma Zwirnerei Weißbach betreibt zu dieser Zeit auch eine Produktionsstätte im vogtländischen Ellefeld. Für das Unternehmen sollten dies die letzten Jahre textiler Produktion sein. Es folgten Jahrzehnte der Ungewissheit über die Zukunft des Hauses in der Bleichstraße. Mit dem Einzug des Museums Fabrik der Fäden richtet sich der Blick jetzt wieder nach vorn. Dass es zu seinem Ursprung zurückkehrt, also zu einer textilen Zukunft, zu einem Textilmuseum oder wie wir es genannt hatten, Kristallisationspunkt Textil, wir hatten das ja weiterentwickelt schon. Das ist genau das, was ich sehr gut finde. Entsprechend groß ist die Freude beim Pressetermin kurz vor der Eröffnung der Ausstellung. Das Weißbachsche Haus trägt als Museum Fabrik der Fäden die Textilkultur Plauens in die Zukunft.